Hallo Leute, es geht weiter mit Hänsel und Gretel. Ja, wir sind jetzt hier in diesem Zimmer. Und ich mache das Fenster auf. Dann kann der Vogel endlich mal raus. Er ist in den Obstgarten geflogen. Ich muss herausfinden, was der Vogel aus dem Zimmer der Hexe mitgenommen hat. Ja, darum kümmern wir uns noch. Meine lieben Lebkuchenlakaien, tut alles, was in eurer Macht steht, um die Mutter aufzuhalten. Ich werde die Kinder zum Schloss bringen. Folgt mir durch den Wald, wenn ihr fertig seid. Ma Eva. Mhm. Finde den Schlüssel für das Tor zum Wald. Ein Ritter, das soll diese Zeichnung wohl darstellen. Ich kann seine Gelenke drehen, aber zunächst muss ich sein Schwert und sein Schild finden. Das Schwert habe ich schon mal. Schild nicht, die Schöpfkelle nicht. Das Schild habe ich noch nicht. So, was haben wir hier? Das alles riecht ja förmlich nach Hexerei. Hexerei! Das geht ja gar nicht. Lappen. Oh, ich habe einen Lappen. Kann ich mit dem Lappen das hier irgendwie... Gut, wir haben ja jetzt auch diese Gussform für den Schmetterling. Damit könnte man ja auch den Schlüssel machen. Keine Reaktion. Ich kann hier überall klopfen, was ich ganz cool irgendwie finde. Oh, kaputter Eimer. Wenn wir den reparieren, hätten wir was für den Brunnen. Auch das brauchen wir noch. Obstgarten, gehen wir da mal hin. Weil hier ist ja der Vogel. In Vogelhäuschen sind meist interessante Dinge. Ja, ja, da ist der Vogel jetzt. Können wir den irgendwie locken? Kann ich mit dem Lappen das... Nee. Hm. Naja, jedenfalls ist der Vogel jetzt da. Okay, den haben wir schon mal hingestellt. Hier könnte ich gut den Eimer reparieren. Ja, aber wie denn? Ich meine, ich habe ja nichts. Nee. Ich habe nichts, wo ich jetzt das Gefühl hätte, damit könnte man den reparieren. Und dann auch noch das Stuhlbein. Problem. Entschuldigung, mein Hals ist ein bisschen angeschlagen. Küche des Gasthauses, da vielleicht noch mal reinschauen. Bei den ekligen Fliegen. Dem Lappen. Auch nicht. Wie, sollen wir hier noch mehr machen? Oder warum kann ich jetzt hier noch mal ran? Warum stehen hier eigentlich diese Blaubeeren noch? Mir ist übrigens aufgefallen, das letzte Mal, dass ich bei diesem Früchterätsel, glaube ich, nur die blauen einsammeln sollte. Als ich mir das im Nachhinein in der Aufnahme anguckte, das Bären sammeln, da hatte ich das Gefühl, die grünen waren noch, die noch nicht ganz reifen. Und da hat das immer so gemacht. Und ich glaube, das sollte heißen, dass man die auch nicht einsammeln sollte. Also die roten waren die ganz schlechten, die schon so dampften. Und ich glaube, die grünen sollte man auch nicht, weil die nicht reif waren. Das habe ich am Balken oben gesehen. Der hat sich nämlich immer nur dann gefüllt, wenn ich die blauen eingesammelt habe. War also gar nicht ganz richtig, wie ich dachte. Ja. Aber so der einzige Ofen, den wir hatten, war doch hier... drinne im Haus. Kann man deswegen nochmal zurück? Geh mal da rein. Ich will nur wissen, ob man da in den Ofen nochmal kann. Nee. Nee, kann man nicht. Nee. Dann sind wir hier falsch. Irgendwas zum Reparieren für den Eimer oder so? Und oder reicht das, wenn ich hier rangehe und das einsetze? Muss ich das erstmal... Ja, ich muss es erstmal machen. Also ich muss den Schmetterling wirklich erstmal herstellen. Vielleicht könnte man diesen klebrigen Honig da reinfüllen, aber das... Nee, geht auch nicht. Sie ist beschäftigt. So, ich brauche mal einen Tipp, wo ich hin soll. Also doch, hier, ja, ich... Ja, hier habe ich auch den Raum noch gar nicht vielleicht richtig abgesucht. Aber das haben wir noch nicht. Das geht nicht. Vielleicht habe ich irgendwas noch nicht eingesammelt. Hier,
Ah, das Stuhlbein. Ja, das ist gut. Das Stuhlbein. Das Stuhlbein, setzen wir hinan, 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 an den Hocker. So, jetzt kann ich da oben ran. Und? Der Vogel will mir nicht den kleinen Schild überlassen. Ich muss ihn irgendwie aus dem Häuschen locken. Ja, aber was denn? Ich hab doch nix. Hier mit dem Lappen. Komm, Kleiner, komm, hol dir die Bratpfanne. Hol dir die Tasse mit dem klebrigen Zeug. Vielleicht mit dem klebrigen Zeug den Eimer? Nee, auch nicht. Dann brauche ich wieder einen Tipp. Ich habe hier immer noch nicht alles. Ach, ich soll hier hin. Was war hier denn noch? Aha, eine Stricknadel habe ich. Okay. Ich wusste gar nicht, dass ich hier sowas übersehen habe. Kann ich hier eine Karte haben, benutzen? Geht das? Haben wir eine? Ah, hier haben wir schon mal so eine Übersicht. Durch so das... Haben wir schon gemacht? Ja, gut. Gehe ich wieder raus. Und den langen Weg zurück. Was mache ich denn jetzt mit der Stricknadel? Man kann immer, finde ich, mit der Hand schwer erkennen, ob es noch was einzusammeln gibt. Schade, dass sich das halt nicht verändert und anders aussieht, dann kann ich mit der hier irgendwas nehmen. Sehr mysteriös. Kann ich mit der Nadel vielleicht in die anderen Zimmer? Voll die Detective-Arbeit hier. Ist hier noch irgendwas? Ja, das, ich habe keine Ahnung. Der Nadel ihn pieksen. Nee, kleiner Vogel. Ich habe auch einen Tipp. Ich habe keine Ahnung. Was ist denn hier jetzt noch? Ich weiß auch gar nicht, was ich hier noch machen kann. Also, ich kann mir vorstellen, dass wir hier diese Geschichte hier machen sollen. Mit der Gussform. Schöpfkelle, ja. Ich weiß nicht, was hier jetzt noch soll. Nicht soll. Keine Ahnung. Ey, ich brauche hier voll viele Tipps gerade, weil ich nicht... Ach so. Ja, dafür brauche ich die Nadel. Okay, das macht Sinn. Das war aber auch das Einzige, was jetzt mal Sinn macht, ja? Und jetzt können die Fliegen endlich raus. Warum sollen die denn da freiwillig jetzt rausfliegen, nur weil das Fenster offen ist? Das hat die ja auch irgendwie angelockt hier. Na gut, suchen wir die Haselnüsse. Schokoladenhase. Lorbeerblatt. Sehe ich gerade nicht. Muffins 3 Stück. Wo ist denn jetzt der? Ach, da. Tortenstück. Oh, hier so viel Essen hier. Apfel und Schinken.
Apfelsinen, die Birnen. So, wo ist denn der Apfel? Egal, Schwamm, Boden eines Eimers. Ach, der Boden eines Eimers. Der Boden eines Eimers. Der Schwamm. Die Zimtstangen. Diese Kirsche. Was ist das da? Oh, das sieht aus wie so ein frisch gebackener Rosinenkuchen. Voll lecker. Tasse mit heißem Wasser. Was brauchen wir? Eine Tasse Tee. Hier ist doch ein Teebeutel, genau. So, dann haben wir das schon mal. Und dann Salz und Pfeffer können wir auch schon mal zusammen. Das ist auch schon mal erledigt. Lorbeerblatt und Apfel. Ich bin so blind. Wo sind die Sachen? Was war das? War doch kein Apfel. Das sah aus wie eine Paprika. Lorbeerblatt. Es ist bestimmt voll vor meiner Nase und ich sehe es wieder nicht. Da. Haha. So, jetzt habe ich den Boden eines Eimers. Na, endlich kommen wir mal wieder voran hier. Endlich habe ich mal wieder einen Plan. So. Das ist ja der Boden des Eimers. Ich muss ihn irgendwie am Rest des Eimers befestigen. Mit dem Lappen vielleicht. Mit, keine Ahnung, ich hab doch nichts. Och Mann, jetzt stehe ich wieder vor dem nächsten Problem. Ich dachte, du kannst es da einfach so reinschieben. Für ein bisschen Wasser. Naja, nicht, dass der da rausbricht dann, ne? Wasser ist ja auch schwer. Ja, weiß ich nicht. Ich hab nix. Tschüss. Hoffnungslos. Ach, mit dem Zeug, das klebt. Das geht. Das geht. Okay. Ich sag dazu nix. Ein Wurm. Natürlich für den Vogel. Guck mal. Ich hab Würmchen. Jetzt lass mir das Schild. Für die Figur. Super. Hervorragend. So. Haha. Der Ritter hat alles. Und jetzt kann ich ihn hier irgendwie... Ist irgendwie witzig, das so nachzustellen. Ich mache halt erstmal jetzt so ein bisschen die eine Richtung. Haha. Das war schon mal die eine Seite. So, und jetzt die andere Seite nachbauen. Nee, das sieht ein bisschen doof aus. Das war ein bisschen wie so eine Ballettübung, was ich hier mit dem Ritter mache. Das ist lustig. Ist das richtig, was ich hier mache? Sieht so doof aus. Doch, das ist, glaube ich, richtig schon so. So, und das Schild dann noch so. Aber das geht gar nicht, ne? Geht das doch? Das muss nach unten gehen. Das macht er hier auch. Ja, dann so. Dann lasse ich das lieber mal so. Ja, das ist doch gut. Warum geht das jetzt nicht? Ich glaube irgendwie... Der Arm ist so ein bisschen... So eher. Nee, nicht so. So ein bisschen... Ja. Geht der noch höher? Nee. Vielleicht muss der auch so. Und der dann so. Das guckt ja eher so am Dings vorbei. Hm.
Ach, man kann das ja überhaupt nicht erkennen, wie die Arme liegen sollen. Aber der Arm ist so ein bisschen eher... Ich glaube, der ist mehr so nach innen. Ja, das ist schön, was ich hier mache. Ich weiß nicht, hä? Ich weiß irgendwie nicht, was ich falsch mache. Kann ich hier eigentlich noch irgendwas bewegen? Ist das mit dem Bein noch nicht richtig? Das muss doch stimmen. Ich weiß gar nicht, was hier nicht stimmt. Vielleicht den Arm gerade machen mal? Den dann nach oben mehr? Nee, das macht er ja gar nicht. Mehr geht gar nicht. Mehr geht gar nicht. Und der Arm ist definitiv eigentlich weiter außen. So. Oh. Bah. Weil der guckt ja auch so raus. Man sieht ja den Ellenbogen hier so rechts an der Seite rausgucken. Und er hält das Schild ja aber gerade. Muss der Arm doch auch so gerade sein. Auf der anderen Seite sieht man hier oben die Schwertspitze. Wie kann das denn sein? Dann muss der vielleicht doch... höher müsste der... Also, nee. Der guckt auch nach innen. So. Dann habe ich es doch so wie gerade eben, ne? Ja. Ja, das muss ein bisschen höher gucken. Wie kriege ich das denn hin? Weil der Arm geht ja gar nicht höher. Das war gerade eben so leicht. Das vielleicht den Winkel ändern? Ja, ach so. Ich hatte den Schwertwinkel einfach nur noch nicht so richtig. Okay. Was jetzt? Achso. Was habe ich denn jetzt? Irgendwelche Bleikugeln. Aha. Was mache ich mit denen? Die kann ich bestimmt schmelzen. In dieser Pfanne. Ja. Jawohl. Und damit diese Gussformgeschichte machen. Ja. Na klar. Funktioniert immer. As the mother baked a key, the darkness came to be. After the light disappeared, Mavis' face appeared. Give up, she screamed in rage. Your children's home is in my cage. Aha. Das war also Maiva. Und wir haben den Schmetterlingsschlüssel, aber wir lassen uns ja nicht entmutigen, unsere Kinder wiederzufinden. Das geht ja gar nicht, dass uns jemand die Kinder klaut. Egal wer das ist. Und deswegen versuchen wir, die zu retten und gehen in den verbotenen Wald. Jawohl, und bekommen einen Arbeitshandschuh, finde einen Weg durch den Wald. Ich mag Wald. Vor allem in Wimmelbildspielen, da hat man immer was Tolles zu entdecken. Zum Beispiel ein leeres Einmachglas in einem gruseligen Baum. Aha, hier können wir also nicht durch. Warum? So, kann ich das Rätsel hier direkt machen?
Huch. Nee, ich wollte das schon, ne? Hä? Ich will mal wissen, wie es geht. Ich sollte die Enten finden, die durch eine Ranke verbunden sind und sie auswählen. Die Ranke leuchtet, wenn ich die richtigen Enten gedrückt habe. So, das leuchtet jetzt. Und nu? Geht da lang und die doch... Hä? Oh, ich klicke immer aus Versehen wieder da unten hin, weil es so schnell hier immer geht, weil der Knoten so weit unten ist. Hier von Waldeingang zu dem Knoten. Der Knoten leuchtet ja auf jeden Fall. Warum? Ach so, ich muss beide dazugehörigen, ne? Wo geht der lang? Ach, ich nehme einfach mal hier oben ein. Ich habe echt keine Ahnung, wo der hier endet. Der geht hier irgendwie hier so lang. Und wo geht der dann weiter? Ich sehe das hier nicht. Geht der hier hinten rum? Ist das der hintere hier? Verstehe ich gerade nicht. Der ist es auch nicht. Ich probiere es einfach mal aus. Habe ich auch mal Glück? Anscheinend nicht so. Habe ich ja alle Knoten schon ausprobiert gehabt? Na, der endet ja auch um nichts hier, der Knoten. Der kann es ja auch nicht sein. Kapiere ich nicht. Kapiere ich nicht. Irgendeinen muss man doch auch mal selber schaffen können. Der geht da lang. Dann geht er hier lang. Dann geht er da lang. Und da lang. Und welchen habe ich jetzt verfolgt? Den. Haha. Gut. Die richtige Methode funktioniert dann doch also eher. Ist klar. Der fehlt mir mit dem an. Nee, nicht da, der. Wo ging der dann lang? Habe ich mich hier irgendwo verdreht? Ja, weil hier wieder so eine Stelle ist, wo ich gar nicht weiß, wo der dann lang geht. Keine Ahnung. Ja, komm, warum macht er das denn nur, weil ich ihn an- und auswähle? Man kann es auch übertreiben. Nehmen wir mal den. Mit dem. Juhu! So, dann den. Und der. Oh, und das hat schon gereicht. Okay. Der Stock gehört jetzt auch mir. Und was hier da hinten an der Kreuzung dann ist, in diesem verzauberten Wald, das sehen wir dann im nächsten Part von Hänsel und Gretel. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part. Bis dann!